Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr leider gerade nicht sehen könnt, befindet sich die neue Schmidtpunkt-Folge noch bei mir hier auf meinem Rechner und nicht bei euch im Internet. Das bedeutet, die neue Schmidtpunkt-Folge wird es leider erst morgen geben, aber ihr könnt euch auf wirklich eine ganz besondere Folge freuen. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, als kleinen Trost spiele ich trotzdem mal kurz den Erklärbär. Als ich nämlich über diese Folge gerade nochmal drüber geschaut habe, ist mir bei dem einen Thema, da wird es um Diamanten gehen, wie man Diamanten im Labor herstellen kann, ja, ist ziemlich interessant, ja, da ist mir etwas aufgefallen, denn ein ähnliches Phänomen finden wir jetzt um diese Jahreszeit wieder draußen bei uns auf den Straßen, wenn es um Blitzeis geht. Das ist das Phänomen der unterkühlten Flüssigkeiten. Das heißt, eine Flüssigkeit wird unterhalb von ihrem Gefrierpunkt gekühlt und bleibt trotzdem noch flüssig. Da gibt es sogar ein spannendes Experiment, was man selber machen kann. Man benutzt destilliertes Wasser, dieses füllt man in eine Glasflasche, die schön sauber ist. Und dann stellt man diese Glasflasche ins Gefrierfach, wartet ab, eine ganz schöne Zeit lang und nimmt diese Flasche raus. Dann wird man sehen, es ist immer noch flüssig. Und erst wenn man diese Flasche auf den Tisch stößt oder irgendwie verunreinigt, dann oder sie aufmacht und das Wasser herausgibt, dann gefriert das Wasser. Das ist tatsächlich so. Und das ist das Prinzip der unterkühlten Flüssigkeiten. Also erst wenn eine Flüssigkeit die Chance hat, sich zu verfestigen, das bedeutet eine Kristallstruktur zu bilden, wird sie das auch tun und in so einem destillierten Wasser ist das natürlich dann sehr schwierig. Und beim Blitzeis ist das so ähnlich. Das Blitzeis, das ist also Regen, der bei niedrigen Temperaturen auf die Erde fällt, beziehungsweise auf die Straße fällt. Und da die Straße natürlich voll ist mit Staub und anderem Dreck, ist es so, dass sich an diesen Partikeln dann das Wasser kristallisieren kann und es bildet sich eine spiegelglatte Fläche. Und das ist das Blitzeis. Also das ist doch ein ganz schön interessanter Zusammenhang, wie ich jetzt auch von den Diamanten da direkt drauf komme, geht es halt um die unterkühlten Flüssigkeiten. Ja, und dann sehen wir uns morgen doch hoffentlich im Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.